Die Fallout-Community ist in Aufruhr, denn die Erfinder von Fallout 1 und 2 entwickeln ein neues Spiel, welches 2019 rauskommen soll. Und das Geilste an der Sache ist, dass eine Menge Ex-Entwickler von New Vegas mit am Start sind, die an diesem Spiel mitentwickeln. Und das freut sehr viele, denn laut der Community war ja New Vegas das geilste Fallout, das es jemals gegeben hat. Und wenn dann natürlich noch so Leute wie Tim Chain und Leonard Boyarsky, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, dran mitentwickeln und die kreativen Köpfe sind, dann wissen sie ganz genau, das Spiel, das wird einen geilen Humor haben, das Spiel, das muss einfach klasse werden. Und jetzt sind viele in der Community aufgebracht und sagen, ja, die Outer Worlds kommt 2019, das wird das Aus von Fallout 76. In diesem Sinne heiße ich euch recht herzlich willkommen, liebe Vaultbewohner und Ödlandbesucher, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wie immer gilt die Regel, wenn euch das Video gefällt, dürft ihr gerne ein Like da lassen, abonnieren, Glocke drücken und dann bleibt ihr immer auf dem laufenden Stand. Wenn ihr Fragen, Ideen, Anregungen, Feedback oder habt oder einfach nur euer Herz ausschütteln wollt, dann macht das unten in den Kommentaren, lese ich mir sehr, sehr gerne durch. Ja, die Outer Worlds soll 2019 erscheinen, ist allerdings jetzt, wenn man es genau nimmt, eigentlich nur ein reiner Zufall, dass dieses Spiel ausgerechnet jetzt demnächst erscheinen soll, im nächsten Jahr, und dass darin natürlich die Konkurrenz zu Fallout 76 gesehen wird von vielen Leuten. Das war so nicht geplant von Obsidian Entertainment. Sie arbeiten an Outer Worlds schon etwas länger, schon seit 2 Jahren. Und es sind natürlich Parallelen vorhanden zu Fallout. Aber das wundert einem ja auch nicht, wenn die Erfinder von Fallout 1 und 2 daran schuld sind an diesem Spiel und dann noch ein Haufen Ex-Entwickler von New Vegas. Ist ja wohl logisch. Ja, zum Beispiel hat man dann auch dieses Wettsystem in die Outer Worlds drin. Allerdings funktioniert das ein kleines bisschen anders. Das ist eher so eine Art Bullet Time. Also man kann die Zeit so ein bisschen anhalten, dass sie in Zeitlupe läuft, um dann halt eben ja, Gegner anzuvisieren, bestimmte Körperteile oder halt eben einer brenzligen Situation doch irgendwie noch zu entkommen. Also eher so in Spielen wie Max Payne oder Matrix. Dort findet man ja so diese Zeitlupen-Time zum Beispiel. Ja. Dann wird es natürlich auch, was jetzt aber auch nicht ungewöhnlich ist für ein RPG, ein Stat-System. Und dieses Stat-System soll auch wieder ähnlich sein wie das sogenannte Special in Fallout. Ja, also da sind schon Parallelen da, ist natürlich logisch. Es wird auch Begleiter geben. Und aber das Krasse ist halt an der ganzen Sache, dass es ein Singleplayer-RPG werden soll. Ja, und das ist ja das, was sich die Fallout-Fangemeinde eigentlich ursprünglich gewünscht hatte. Ja, zur E3, Ankündigung von Bethesda. Und dann kommt halt so ein Multiplayer-Spiel. Ja, gut, sind halt viele aufgebracht. Viele sind da der Meinung, dass die Outer Worlds ein direkter Konkurrent wird. Und Fallout 76 total in Grund und Boden stampfen wird. Ich persönlich sehe das nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Wahrscheinlich werden die Spielerzahlen in Fallout 76 runtergehen, das kann ich mir schon vorstellen. Aber das Aus wird es wohl nicht sein. Wer weiß, ich meine, die Outer Worlds kommt erst nächstes Jahr, 2019. Und wer weiß, wie sich Fallout 76 bis dahin entwickelt hat. Ja, vor allen Dingen hat man in Fallout 76 auch den Multiplayer-Aspekt. Das hat man halt in die Outer Worlds halt eben nicht. Wobei ich mir echt wünschen würde, weil ich persönlich muss sagen, die Outer Worlds, es sieht einfach geil aus. Also es macht mir Bock auf mehr. Ich bin jetzt persönlich nicht so unbedingt der Singleplayer-Spieler. Ich bin eigentlich eher so der Typ, der wirklich Multiplayer-Spiele mag. Aber die Outer Worlds, das sieht halt echt spannend aus. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass man da vielleicht das sogar so löst, dass man Freunde einladen kann, zum Beispiel so 3 bis 4 Freunde, die man einladen kann, um mit denen dann gemeinsam die Mission zu spielen. Das fände ich auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Und das nächste ist halt eben, dass es in Outer Worlds kein Open-World-Szenario gibt, so wie man das aus vielen RPGs eben kennt oder auch aus New Vegas, sondern man hat klar definierte Bereiche, ja, wo die Mission, die Quest eben stattfindet. Bereiche, die man halt auch nicht wirklich verlassen kann. Da hat man dann eine Station, eine feste Station, das ist ein Raumschiff, wo man immer wieder hin zurückkehren kann, wo dann auch die Begleiter auf einen warten. Dieses Raumschiff kann man zwar nicht selber steuern, aber dieses Raumschiff bringt euch dann immer so von Mission zu Mission, von Planet zu Planet und so. Und da ist halt nichts mit Welterkunden oder so. Das ist schon so, ja, ein begrenzter Bereich. Da ist dein Level, spiel das mal durch. Ja. Gut, ist nicht jedermanns Sache, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das letzte Singleplayer-RPG, was ich gespielt habe, das war Elex von Piranha Bytes. Und seither nichts mehr. Seither echt keine Singleplayer-Games mehr, aber die Outer Worlds, ich werde das im Auge behalten.
Ich werde weiterhin gucken, was da so abgeht in dem Spiel. Ich werde euch auch auf dem Laufenden halten, weil das Spiel sieht schon echt lecker aus. Also das macht Hunger auf mehr, würde ich behaupten. Ja. Gut, in diesem Sinne, liebe Freunde, wollte ich euch einfach nur mal darüber informieren. Ich werde euch mal den Trailer zu The Outer Worlds und natürlich auch Gameplay-Video unten in die Videobeschreibung verlinken. Schreibt mir mal eure Meinung, wie sieht das Spiel für euch aus? Klingt das Ganze für euch interessant, ja oder nein? Welche Meinung habt ihr zu dem Ganzen? Und dann freue ich mich auf eure Kommentare. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zocken, guten Loot, macht nicht zu viel Blödsinn, Servusle und ciao!